Und damit herzlich willkommen zurück zu Splatoon mit meiner Wenigkeit, einem Koordinator und dem kleinen süßen Ekling hier in blauer Farbe. Und wir sind hier in Zone 5 und brauchen nur noch zwei Elektrowälse. Und wo sie sich befinden, habe ich keine Ahnung. Irgendwo hier, irgendwo dort, wo ich noch nicht war. Vielleicht dort, vielleicht nicht, vielleicht doch, vielleicht eventuell da. Aber ich kann mich erinnern, dass ich nicht entlang gegangen bin. Da war irgendwas. Bin so rum nicht gerast. Okay, ich hab nix. Vielleicht da. Und? Hier gibt's ja nichts. Ich werde trotzdem mal die andere Seite nehmen. Vielleicht habe ich da irgendwas vergessen. Ja. Unerwünschtes Flugobjekt. Och, oh Gott, das fuck viel wieder. Yippie-yay-yay. Wir dürfen wieder Atombomben ausweichen. Noch so einer von diesen Tintenferno-Bombern. Bombe. Bomber. Boah, die kommt beim Rost. Nein. Und Sniper. Volle Programm. Volle Programm jetzt, oder wie? Jetzt wollen sie es mir aber richtig geben. Bomber, Sniper. Ich möchte gerne diese Rolle da. Bist du? Diese Rolle. Ich sah sie, ich habe sie genommen und hab sie mit. Jetzt bin ich. Vielleicht sind sie irgendwie Lust mit Kacke drin. Du lässt mich in Ruhe, du lässt mich auch in Ruhe. Vielleicht wieder so eine Nuke an den Kopf. Was ist das da oben? Das leuchtet so schön. So. Nein. Nein. Da muss ich hin. Hey, cool. Container. Nicht da. Da. Schutzschild. Ich bin unsichtbar. Das Schutzschild hat mir jetzt gerade echt den Arsch. Jetzt da. Jetzt hier mein Schild. Und jetzt gehe ich nach oben. Und jetzt hau ich dich um, Luffy. Guck mal, siehst du, hab ich dich schon vorgekleckst. Nein. Alles andere als knapp. Reicht's aber. Feuer das Ding ja um mich, als wäre es ein MG. Deppertes, fettes Vieh. Puff. Super. Du Farbkleckst in meinem Bildschirm, ey. Jetzt Monitor zugekleckt. Tag ist gekommen. Mein geliebter Mizi, diese Kapsel öffnet sich erst in 10.000 Jahren. Ich kann nur hoffen, dass dich eine bessere Zukunft erwartet. Ah, das ist das, wo dieser Mizirisch da, Mizi da für uns geschickt wird. So. Wo ist denn das letzte Kackding?
Da. Eine. Wenn ich das letzte Level wäre, wo wäre ich denn dann? Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Da meinst. Ich glaube, im unteren Bereich doch könnte doch bestimmt eins sein. Ich mache jetzt hier einfach mal alles an. Irgendwo wird das süße kleine Level schon sein. So. Levelchen. Ja, wo hab ich die denn? Das war das Level? Okay. Was gab's denn da? Guten Weg aus. Oder auch nicht. Vielleicht doch. Weiß es nicht. Nein. Hier? Ich überfragt, wo dieses Level ist. Ah, da ist es. Da ist es. Hab gefunden. Wunderbar. Octofluter auf der Jagd. Diese Fluter sind ja wirklich sehr nett. Wollen wir uns ja töten. Sonst hätte ich ja nichts gegen die Ohren. Nein. Du Arsch, ich wollte den Schlüssel haben. Ich hätte den Schlüssel. Man gönnt mir ja nichts. Das Vieh. Nee, du drehst dich jetzt um. Ein Stück. Ja, ich glaube, ich kann gleich. Da! Ich kann gleich hier geradeaus gehen, da ist ja schon alles. Erste Arschgeige. Nee. Bin mir nicht 100% sicher, ob das klappt. Es hat geklappt. Ich bin mir gerade nicht so sicher, nämlich ob diese Reichweite da reicht. So. Geh weg. Okay. Was ist das für ein Film? Szene meiner Äuglein. Fuck. Da möchte ich nicht sein. Euch sein. Lass bitte durch! Knapp. Das war sehr knapp. Hallo. Hallo. Doch.
Hallo. Gell? Nom, 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 nom. Und die erstmal den Kopf holen. Geht mal weg. Auf dem Sniper wieder. Aber jetzt kann mich die Kiste auch mal anlegen. Ach, sind wir schon da? Cool. Hab ich dich, mein Kleiner. So, damit haben wir jetzt alle. Auf zur Teekanne. Geronimo, ab ins UFO. Jetzt hört's richtig lustig. Was geht? Puff. Splatoon Galaxy. Nein. Ah, da ist er. Nummer 3, das ist eine Falle. Komm bloß nicht näher. Das fällt dir aber früher ein. Wir können ja schlecht wieder gehen. Lassen die doch nicht einfach im Stich. Nein, das machen wir nicht. Empfängnis Topol irgendwas. Nein. Jetzt wird's richtig geil. Final Boss. Hi. Na du? DJ Bauer. Ich werde mir zurückholen, was mir gehört. DJ. Ja, komm her, mein Schlucki, jetzt haben wir richtig viel Spaß zusammen. Ich feiere diesen Bossfight ever. Das ist einfach so geil, oh Gott. Komm. Die Sache näher. Nochmal. Rosa. Hab ich dich. Der ist echt so ein bisschen knifflig. Also einfach ist was anders. Aber das habe ich ja schon erwähnt im Spiel. Aber der Bossfight ist echt just awesome. Ihr werdet noch sehen, was ich damit meine. So. Komm, schick das Händchen. So. Ach, verdammt, ich hätte noch ein bisschen aufwerten können. Egal. Denkst du, du kannst es mit mir aufnehmen? Natürlich kann ich es mit dir aufnehmen, mein Kleiner. Dich verspeise ich zum Frühstück. Hat diese Rakete eine Sonnenbrille aufgehabt? Imperant Tinta Inkling. Jo. Ich komm. Ich bin jetzt wieder her. Hau dich jetzt kaputt. Ich verspeise dich zum Frühstück. Vorsicht Nummer 3. Er ist in der Nähe. In der Szene. Er ist was. Das war keine gute Idee. Diese Druckwelle ist übrigens auch ein Item, beziehungsweise eine Spezialfähigkeit aus dem Multiplayer. So, komm. Komm. Hab richtig Bock auf dich. Einmal. Zweimal. Alter, jetzt. Die Umgebung, ey, das ist so cool gemacht. Oh!
Kommt da gut voran. Die Schriftrolle. Danke. Den kann man ja eigentlich ausweichen. Das Einzige, was man nicht ausweichen sollte, weil sonst kommt man nicht voran, sind die Händchen. Ja. Komm hier. Na, pfff. Ach, haut mir ab. Oh Gott. Komm. Nimm dies! Dann mach mal, hau auf Kacke, du Mops. Deine Zäpfchen. Allen drum und dran. Down. Ich geh niemals down. Auch wenn du auf Kacke haust. Ich hau einfach zurück. So, das kriegen wir jetzt auch hin. Ein bisschen mehr Timing, ein bisschen mehr aufpassen und dann klappt das auch. Zack. Nummer 1. Hier Nummer 2. Und weiter. Oh, das hier noch mit. Und da. Eins. Nummer 2. Klappen können, hätte klappen können. Oh mein Gott. So. Komm. Komm her. Lass uns schütteln die Hände. Nimm die. Bring her das Ding. Sonnenbrille aufgesetzt, gerade sein soll. Was man alles hier achten muss. Toll. Er ist ein Boss. Black. Ja, toll siehst du aus, gell? Los, meine Schergen. Schick dir seine Bobs oder wie? Auf geht's! Er hat bestimmt noch einen Trick auf Lager. Ja, hat er. Auch nicht. Wir haben ein extra Leben. Boah. Versuche. Ich weiß auch nicht gerade genau, wie viel Serien das jetzt was bringt. Ob mir das überhaupt was bringt, weiß ich jetzt auch gerade nicht mehr. Schwede, komm! Hier Nummer 1. Scheiße. Scheiße. Okay. Alles noch chillig. Wir jetzt blenden. Eins, nur zwei. Jawoll. Fülle dich mit meinem Kugelschreiber, was? Ich fülle dich. Ach, du willst mich mit meinem Kugelschreiber füllen. Ich hab viel Spaß damit. Machen wir die Tinte in einen Kugelschreiber. Ich denke mal, dein Kugelschreiber geht danach kaputt. Und das mal ein bisschen Tennis. Gott, Alter. Boah, das ist doch so crazy. Komm. Rage-Modus activated. Schick dein Zäpfchen her.
Peter! Ich geh nicht down. Du gehst down. Wenn das hier eine Stunde dauert, mir egal. Hau dich kaputt. So. Okay, wo macht man das? So macht man das! Oh. War! Mach dich fertig. Für wen hältst du dich? Ja, ich bin der Typ, der das Maul stopft. Los Nummer 3. Färbe möglichst viel Boden ein und schieße den Octopedos ab. Ja. Ja. Wie, wie, wie. Komm! Komm her! Ja, eins, zwei. Kommt schon, ein bisschen geht noch, gell? Bringt mich nur leicht ins Schwitzen, aber sonst geht's mir gut. Alles, was du kannst, du. Ich muss noch nicht darüber. Ich muss wahrscheinlich von hier aus noch kämpfen. So, Nummer 1. 2. Warte jetzt. Komm. Macht doch ganz so viel Spaß. Nein, nicht getroffen. Nicht getroffen. Nochmal. Komm. Der Strahl ist leider echt heftig. Wenn der dich trifft, dann... Aus dir mach ich einen Stempelkissen. Ja, ich mache dir auch einen Stempelkissen. Du Bock. Kriegt der schon sein Zipfchen? Kriegt der schon sein Zipfchen? Nein, nicht. Ich mach noch seine andere Kette. Komm, komm her. Komm doch, das Ding. So, komm. Ja. Ich bin nicht beeindruckt bei dem Quatsch hier. Uah. Phase 2. Dafür wirst du bezahlen. Was ist das für ein Lied? Kannst du unser Lied hören, Nummer 3? Du hältst es falsch rum. Das ist doch... Ja, Mann, das ist genau meine Musik, die Sea Sirens. Jag doch deinen Enkelinnen nicht so einen Schrecken ein. Nummer 3, bitte rette unseren Opa. Mach ich auf jeden Fall. Und diese Mucke, ich feier sie auf 3-Day. Geilste ever. So was von epic und ich hab gerade gedacht, das ist so epic, dieser Fight. Dieser Bossfight macht so Laune. Na komm, richtig Spaß mit dir. Ja, genau, ich hätte immer nichts sagen sollen. Ja, genau, feines Slipsy. Haut alle Geschütze, haut alles, was er hat, haut er raus, der Typ, das ist so krank. So. Machen wir mal wieder das Schlachtfeld ein bisschen zum Vorteil. Ja, ja, ja. Easy. Komm her. Komm her. Nicht deine dummen Scheiß-Raketen. Schick die Hände her. Baller ich dir gleich wieder zurück.
Oh fuck, die andere hätte ich auch noch abballern müssen. Toll. So. Komm her. Aufs Maul. Taunte dich. Ab geht's selbst, ey, mit dem Ninja-Hut, ey. Sowas von göttlich. Ja, komm. Los geht's, da geht noch mehr. Können wir Opa voll aber abgehen. Oh fuck. Jetzt haben wir halt ein richtig begrenztes Schlachtfeld. Also mit Platz kann man da nicht mehr viel reden. Also jetzt ist es wirklich auch das extra Feld hier. Und das ist mir sowas von egal. Ich werde das nun zu Ende bringen. Dann bring das mal zu Ende. Ich sehe davon auch gar nichts. Ja komm. Ja komm. Ja. So, jetzt wird lustig. Steigen das Ding hier zurück. Wieder auf die sichere Seite. Und dann wieder mal da feuerfrei und nach vorne. Jetzt gib ihm den Rest. Bam! In your face. Was ich. Sorry, was ist das? Wie ist das möglich? Von einem. Ich muss hier. Ich dreh mich doch jetzt nicht extra hier um. Um den Kopf zu stehen. Ich hab eh kaum Platz. Das war's. Und da ist er. Rudi und Limone. Ganz in Kopolis. Schläft. Nur der Newsticker nicht. Wie, was, wo? Was gibt's denn um die Uhrzeit? Der Riesenelektrowels ist zurück am Tintenturm. Yay. Weltkrise beendet. Boah, echt, das ist ja mal eine Neuigkeit. Wo er war? Wir werden es wohl nie erfahren. Naja, jetzt ist er wieder da. Ja, wer war wohl Nummer 1 und Nummer 2? Juhu, lass uns das mit einem Ständchen feiern. Und die Uhrzeit, naja, warum eigentlich nicht? So, cool. So, ich darf jetzt hier den... wir sind bei den Credits angekommen. Das war's. Splatoon, der Story-Modus. Ach Gott, herrlich. Das Ding schnappt mir jetzt meine ganze Tinte jetzt da weg. Herrlich mit dem Lied, ey. Oh, ich liebe dieses Spiel, ey. Das ist so toll. Wie man sagt, das war jetzt ein doch etwas kleineres Projekt über den Story-Modus. Er war wirklich nicht so lang, aber hatte alles, was man haben braucht eigentlich. Er hatte unglaublich viel Unterhaltung, hat mega viel Spaß gemacht. Unglaublich cooler Soundtrack, tolles Gameplay, absolut geniale Charaktere. Auch ein wirklich gesalzener Schwierigkeitsgrad, also vor allem jetzt auch beim letzten Boss und so weiter. Also phänomenal gut, einfach fantastisch und ich finde das so toll, diesen Nachspann hier. Der ist richtig toll gemacht und die ganzen Zeichnungen oder Skripte wahrscheinlich, die sie noch dann bei der Entwicklung hatten. Jetzt ist auch eure Meinung gefragt. Wie hat euch das Projekt gefallen? Habt ihr Splatoon auch selber gespielt? Wie fandet ihr den Story-Modus? Also, ich denke mal, der in Splatoon 2 wird vielleicht ein klitzekleines bisschen mehr Story beinhalten, denke ich mal. Wir wussten ja damals noch nicht so richtig, was sie damit machen konnten beim ersten Teil, aber für das, was sie gemacht haben, fand ich das sehr unterhaltsam und echt cool. Und auch beim, ich sag's immer wieder, der Boss am Ende ist so super. Also den könnte ich jetzt, glaube ich, nochmal 5-mal machen und so. Der wird einfach nicht langweilig. Das ist so cool gemacht. Und einfach nur alles, was man in den vorherigen Levels benutzt hat, das darf man alles da nochmal auf einen Fleck benutzen. Also es ist einfach grandios. Einfach geil. Richtig super.
Ah, so, ich hab das Einfärben hier, super. Schön diese Skripte. Schön die Zeichnungen alle. Was sind doch diese Raketenzähne gerade gewesen? So, und wie schon gesagt, wenn die Credits vorbei sind, dann ist das Let's Play auch beendet. Vielleicht, wenn ihr wollt, machen wir ein paar Runden Multiplayer mal wieder. Mal schauen. Kommt darauf an, ob ihr darauf Bock hättet oder ob wir schon viel Zeit haben. Lustig wäre es, keine Frage. Multiplayer immer noch fantastisch. Danke fürs Spielen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich das Spiel spielen durfte. Und ich bedanke mich bei euch. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play-Projekt. Das war's von meiner Seite aus. Hinterlasst doch noch einen Daumen hoch, einen Kommentar oder wenn nicht sogar ein Abo und teilt das Video mit euren Freunden. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich war's, euer Korinator. Ciao.